Weil es ist gerade auch ein Lebendiger unterlaufen. Oh, ich bin tot. So, wo bin ich denn hier? Schade, dass ich nicht weiß, wie er heißt. Da sind noch gerade zu viele hier, um das herauszufinden. Jo, wo bin ich hier? Ach, Elektro. Das Speedygon sah das unter den Hackern. Tja, aber das war echt geil, weißt du, der ist ja in die Stadt, der war ganz plötzlich in der Stadt, da habe ich nur gedacht, der kann schnell rennen. Und dann bin ich halt in die gegensätzliche Richtung gerannt, der war ein paar hundert Meter hinter mir. Und plötzlich lag er dann neben einem Baum, neben mir und hat auf mich geschossen. Und dann ist er rückwärts weggeglitten vor mir, während ich ihn gejagt habe mit der Axt. Tja, es gibt Leute, die können so ein Spiel nur so spielen, indem sie betrügen. Wahrscheinlich macht ihm das so tierisch Spaß, ne? Das soll mich ankotzen. Ich glaube, er hat auch irgendeinen Nachladehack, weil ich habe gehört, wie er Klack-Klack gemacht hat und dann keine Sekunde später hat er schon wieder geschossen. Ich weiß nicht, ob man findet Shotgun so schnell nachladen kann. Man findet auch Waffen auf Balota Airfield. Ich habe gerade einen SKS gefunden. Okay. Damit kannst du aber nichts anfangen, weil es keine Munition dafür gibt. Ja, leider. Das ist leider der große Nachteil gerade. Das ärgert mich auch total. SKS und keine Munition dafür. Ich find's auch äußerst schade, dass man hier nicht reden kann, nachdem man getötet wurde oder chatten. Das nimmt so ein bisschen das Community-System aus dem Spiel raus. Ich meine, es ist Realität und so, man ist tot, aber man kann echt nichts sagen. Ja, das ist bei Arma 2 eindeutig besser. Gut, da gibt's auch den Side-Chat, ne? Den gibt's hier ja auch nicht. Jetzt wäre auch schön, wenn es den geben würde. Ja, hier gibt's Walkie-Talkies, da kannst du. Oh, Schüsse. Da kannst du immer von einem Kilometer mit anderen reden. Ups. So. Widmen wir uns mal dem Fuhrpark hier drüben. Ich hoffe, das erste, was wir fixen, ist das, dass man die Waffen nicht ziehen kann. Da liegt ein toter Fresh-Spawn direkt vor der Feuerwache. Pass auf, der Speedhacker. Boah, pf, ich hab ja nichts. Ich hab ja nichts zu verlieren, ne? Soll er kommen. Außerdem, selbst wenn ich voll gegiert wäre mit einer M4 und so, hätte ich nichts machen können beim Speedhacker. Oder du würdest einen Glückstreffer landen können, das wäre auch noch was. Ja, aber der ist ja schneller aus meiner Reichweite rausgerutscht rückwärts, wie ich mit der Axt zuschlagen konnte. Also das. Ja, ich gehe ja immer davon aus, dass du eine Schusswaffe in der Hand hattest. Mein Fehler. Ja, selbst mit dem einen Schuss Spotter hätte ich den nicht getroffen. Und selbst wenn ich ihn getroffen hätte, hätte der gelacht darüber. Da musst du schon Kopftreffer machen. Oh, der hatte was dabei, der Kerle. Oh, cool. Wieso kann ich denn seine Jeans nicht anziehen? Oh, Mann. Nicht deine Konfektionsgröße. Meinst du? Bin ich mir voller Überzeugung. Oh, mein Oberkörper ist verschwunden. Ah, jetzt ist er wieder da. Dein Oberkörper ist verschwunden? Ja, gerade als ich so einen Trainingsanzug angezogen habe. Da stand ich oben ohne und zwar komplett da. Der unsichtbare Dritte wahrscheinlich. Ich hab Shotgun-Shells, jetzt brauche ich nur eine Shotgun. Also es gibt definitiv, ich war schon lange nicht mehr hier oben, einige neue Gebäude. Dieses Feuerwehrgebäude. Ja, und noch so eine Art riesige Mannschaftsgrillhütte, keine Ahnung was. So eine Art Jugendherberge, könnte man schon fast sagen. Aber hier ist, in der Jugendherberge habe ich bis jetzt noch gar nichts gefunden. Ey, wieder druckelt hier ein Elektro, das ist nicht schön. Oh, hier ballert einer mit automatischem Maschinengewehr rum. Oh, schön. Klang wie eine AK, irgendwas. Da fühlt sich aber einer groß. Ja, dann werde ich mal meine Schaufel über den Kopf ziehen, wenn ich ihn finde.
geht's auch nicht hoch. Schade, schade. Ach, gehen wir in den Ort. Okay, jetzt wird auf mich geschossen, aber ich weiß nicht von wo. Ist wahrscheinlich der Speedhacker. Naja, der hatte eine Pumpgun. Das ist hier ein AKM oder so. Er zieht die Schaufel. Ah, doch jetzt. Wenn du schon mit einer AKM schießt, mein Freund, dann treff wenigstens. Sonst ist es wirklich lächerlich. Ja, das ist so der Nachteil, wenn du so ein Schnellfeuergewehr hast. Wenn du aus der Hüfte schießt, triffst du auch nicht alles. Ja. Ich renne einfach mal raus und gucke, ob ich ihn sehe. Und da liegt ein Toter auf der Straße. Hier ist ganz schön was los. Ah, da hinten liegen noch überall Tote. Ein Massaker. Da ist gerade auch ein Lebendiger langgelaufen. Oh, ich bin tot. AKM. Ah, okay. Ja, Elektro ist nicht gut auf dem vollen Server. Und Toxic, was spielst du gerade? Ist er gar nicht mehr da? Vielleicht ist er gerade AFK. So, ich bin am Strand. Überraschung. Ich bin bei Factory, bei Solnitschny. Dann mache ich mich doch mal auf nach Norden, nach Berenzino. Mach das mal. So, was haben wir hier? Das Factory-Gebäude durchsucht habe. Handschuhe, Handschuhe, nehmen wir gleich mit. Oh, eine Mistgabel. Brauche ich noch eine Fackel? Und dann kommen wir alle Jahre. Oh, ich hab die gar nicht mitgenommen. Mistgabel. Holt die Fackeln und Forken. Pumpkin Seeds. Das heißt, vielleicht mache ich auch mal so eine Zucht auf hier. Was machst du für eine Zucht auf? Pumpkin Zucht. Die Pumpkin Zucht. Pumpkin Zucht, genau. Ich züchte Pumpkins. Immer nur die Großen mit den anderen Großen vermischen, ne? Vermischen. Und dann gibt's auch richtig gute. Warum kann ich denn keine Sachen aufnehmen? Dann spielst du noch romantische Musik vor. Damit's auch richtig gut klappt. Warum komme ich nicht? Ah, hier geht's rein. Ich glaube, mein Server leckt. Ich kann mich nichts aufnehmen. Okay. Jetzt habe ich eigentlich was. Ja, stimmt. Der hat hier so ein paar Probleme. Einen elektrischen Kettlepot mit 9 Volt Batterie. Was liegt denn hier? Achso, meine Taschenlampe. Taschenlampen werden überbewertet. Jetzt brauche ich eine Hoe. Hey Ho, ich brauche eine Hoe. So, ein Apfel, den esse ich. Apfel tut immer gut. Joa, dann laufen wir doch mal. Laufen ist gesund. Wenn es wirklich so wäre, wenn mein Charakter der stärkste und gesündeste auf dem Server. ...180 mg an Pumpkin Seeds. Wachsen garantiert. 100% organisch. Okay, das ist gut. Nicht G-manipuliert. Offensichtlich.
Hinten ist sogar die Anleitung, wenn man es überhaupt macht. Oh ja, Samenbogen machen. Auch Ewigkeiten, Sachen aufzunehmen. Dann bei 38 bis 40 Grad warten. Dann immer schön gießen. Keine Ahnung, die nächsten Bilder kann ich nicht identifizieren. Gießen. Gießen wird überbewertet. Ja. Schade, dass ich die nicht einfach so essen kann. Meine Kürbissamen kann man auch essen. Ich habe keinen grünen Daumen, muss man hier so anmerken. Ich auch nicht. Obwohl, ich habe schon mal Boot Yonokai Chili angepflanzt. Das ist sogar was geworden. Hm. Du hast noch mal damals... Habe ich noch nicht gegessen. Du hast noch mal vor etlichen Uhrzeiten Bambus angepflanzt, glaube ich. Ja, im Aquarium. Nee, das hast du in extra Glas. Achso, ja, Glas, das war aus dem Ikea. Das sind diese Lucky Bamboo, die es da gibt für einen Euro oder so. Was ist denn aus dem geworden? Lebt er noch? Nö, der lebt nicht mehr. Der hat zwar jetzt ein paar Jahre gehalten, aber wow, ich habe gerade super Lag, Rubberbanding. Du hakelst gerade ganz schön, ich verstehe dich nicht mehr. Ja, bei mir geht gerade gar nichts. Moment, da gucke ich mal gerade bei mir. Ne, ich habe keinen Desync. Ne, es liegt wahrscheinlich an mir. Lustig. So, ein Hoch auf Kartoffeln. Wenn er sie mal essen würde. Und Pinkto, hi, ich bin raus. Upp, ich sehe es gerade. Onkel Bob ist gerade geflogen. Kannst du mich verstehen? Nein, du hakelst immer noch. Naja. Falls du mich verstehst, ich sag jetzt mal tschüss, die Episode ist eh so gut wie vorbei. Für mich lohnt es Connecten sowieso nicht mehr. Also, macht's gut. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.